Guten Abend, wir begrüßen heute in der Zentralstation Darmstadt den Schweizer Comedian Alain Frey. Ich bin Sina. Hi. Hallo. Ja, wie geht's Ihnen jetzt nach der Show? Oder wie geht's dir nach der Show? Mir geht's gut nach der Show, vor allem in dieser illustren Runde mit euch allen. Warum hast du die Karten vors Gesicht? Willst du nicht entdeckt werden? Oder? Ich möchte nicht gesehen werden. Mir geht's sehr gut. War eine schöne Show. Jetzt mit euch hier ist spannend. Bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, mir geht's gut. Das freut uns. Waren Sie vor der Show sehr aufgeregt? Nee, sehr aufgeregt ist übertrieben, weil ich spiele ja jeden Tag eine Show. Und das ist schon Routine. Bisschen angespannt ist man immer. Aber sehr aufgeregt ist das falsche Wort. Ja. Okay, verständlich. Das stimmt, verständlich. Ja. Ja, mein Name ist Tini. Wie lange bereiten Sie sich vor einer Show vor? Also mittlerweile ist auf eine aktuelle Show wie jetzt diese gar nicht. Also weil ich bin in der Bühne, ich mache mich ein bisschen locker und dann geht's hoch und ich habe ja die Sachen im Kopf. Das ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Da ist keine Vorbereitung. Ich arbeite halt so ein Jahr oder eineinhalb Jahre im neuen Programm, wo ich halt immer, wie ihr auch heute gesehen habt, ein bisschen getestet habe und daran arbeite ich dann. Aber so vom Auftritt bin ich dann nicht mehr im Vorbereitungsmodus. Okay. Ist es sehr anstrengend für dich, von Stadt zu reisen für die Show? Ja, doch. Das ist, glaube ich, das Anstrengendste in meinem Beruf. Das Auftreten ist sehr cool. Das liebe ich auch. Aber diese ganze Zeit unterwegs zu sein, aufzutreten, das ist das Anstrengende, ja. Und wie lange bist du vor der Show immer in den jeweiligen Städten? Meistens sehr kurz, auch wie heute. Ich komme ziemlich direkt zur Bühne. Ein, zwei Stunden vorher. Mhm. Mehr nicht. Jeder darf einmal. Ja, also mein Name ist Alexia. Hallo Alexia. Hallo. Und ich wollte fragen, seit wann machst du denn Comedy? Ich glaube, so meine ersten Gehversuche waren Ende 2010. So ein bisschen ausprobiert. So richtig seit 4 Jahren vielleicht. Und erfolgreich seit 2. So, ja. Und wo war dein erster Auftritt? Was war denn? Ich muss jetzt selber kurz überlegen. War mein erster Auftritt. Doch, das war tatsächlich im Quatsch Comedy Club in der Talentshow. Die haben so eine Talentshow und da kann man so weiterkommen und ich bin gnadenlos durchgefallen. Das war mein erster Auftritt und das hat mir aber schon angemerkt, das macht mir Spaß. Ja, also in Berlin im Quatsch Comedy Club. Erster Auftritt. Und an was für einen Auftritt erinnerst du dich denn am? Also gerne vielleicht? Gerne, ach, da gibt es so, es gibt viele. Ich hatte auch eine der für mich speziellsten in Berlin mit Rebel Comedy. Da haben wir eine Kolumbiale gespielt und das war einfach so ein Abend, wo alles, das ist ja immer so eine Momentaufnahme, wie läuft es gerade? Jeder Abend ist anders, mit den gleichen Gags, aber es ist immer anders. Und das war so ein Abend, der war einfach perfekt. Also da lief jeder Satz, jedes Wort war richtig. Und das ist so ein Auftritt, wo ich weiß, in 10 Jahren werde ich so einen Auftritt nicht mehr haben. Das passiert halt. Ja. Okay, danke schön. Gerne. Okay, jetzt bin ich ja gespannt. Ich glaube, jetzt geht's bergab. Ich bin der Brautmatz. Spaß, nein, ich bin der Ömer. Ja. Also, wie planen Sie Ihr Programm? Ich plane mein Programm, indem ich mir Sachen aufschreibe, worüber ich gerne reden möchte. Also ich habe dann gar keinen Gag dazu. Ich sage nur, okay, ich würde gerne darüber reden, warum ist der Mensch so verschwenderisch? Dann schreibe ich mir das auf. Und dann setze ich mich hin und überlege mir, wo bin ich verschwenderisch? Wo ist der Mensch? Und dann überlege ich mir so Sachen, bis mir lustige Sachen einfallen. Und das einfach eher, worüber habe ich Lust zu reden? So kommt ein Programm zustande. Ah, okay. Okay, ich bin sehr enttäuscht von dir. Ist es typisch für einen Schweizer, so gut Deutsch zu können? Nein, gar nicht. Ich bin die totale Ausnahme. So reden wir in der Schweiz nicht. In der Schweiz reden wir wirklich, wenn wir Deutsch reden, so, ich komme aus der Schweiz, ich rede jetzt Deutsch, weil wir das ja nicht gewohnt sind. Und ich war ja auf der Schauspielschule, ich habe es gelernt, Deutsch zu reden und lebe jetzt auch schon einige Jahre hier. Deswegen rede ich einigermaßen gut Deutsch. Oder? Also wie ich. Fast so gut wie du, mein Freund. Wallah, fast so gut wie du. Wallahi, ja. So. Wie war Ihre Jugend? Das war auch sehr gutes Deutsch. Wie war Ihre Jugend? Wie? Knast, was war? Meine Jugend, ja, die war gut. Kommt da noch mehr? Nein, meine Jugend war cool. Also ich hatte. So, ich muss noch was noch dazu sagen. Habe ich gedacht, weil das war, wie war Jugend? Was war da los? Hat Ihre Jugend einen Einfluss auf die Wahl Ihres Berufes gehabt? Ja, so kann man das ja nicht sagen, weil das
Ich bin jetzt nicht mit Kunst in Berührung gekommen. Ich komme aus einer Sportfamilie. Mein Vater war Profifußballer, mein Bruder so halber. Ich war nur der Spasti. Im Vergleich zu denen konnte ich nicht so gut Fußball spielen. Und ich war der einzige Künstler. Aber mich, also ich bin sehr sportmäßig erzogen worden, was auch cool war. Ich mache gerne Sport. Aber eigentlich hatte ich in meiner Jugend mit Kunst wenig zu tun, aber immer in mir drin war das. Also von mir aus kam das. Das kam nicht über mein Umfeld, es kam nur von mir. Aber ich würde Ihnen lieber Fußball empfehlen. Du willst lieber Fußball empfehlen? Ja, aber ich glaube, ich hätte keinen Erfolg. Keiner will mich sehen, glaub mir. Zwei linke Füße. Ja, so in der Art, das ist. So, war das Ihr Traumberuf? Ja, also Bühne war immer mein Traumberuf. Ich habe ja Schauspiel studiert, ich habe eine Schauspieler gemacht. Dass ich Stand-up mache, wusste ich in diesem Sinne nicht, aber auch, weil das so groß in Deutschland gar nicht war. Man hatte Mario Barth und so und das fand ich okay. Und da habe ich dann reingutscht, aber jetzt muss ich sagen, perfekter Beruf, gibt nichts Besseres für mich. Ja. So als Schauspieler? Wie? Als Schauspieler, so im Film oder so? Also ich würde, wenn ich jetzt die Wahl hätte, trotzdem lieber das machen auf der Bühne, Stand-up. Ja. Aber wenn mal jemand fragt für einen Film, aber wird wohl nicht so passieren. Aber ich finde Stand-up besser als Schauspieler. Welchen Schulabschluss hast du? Ich war nicht auf dem Gymnasium. Ich habe, ja gut, ich kann mit euch schlecht vergleichen. Was ist bei euch uns das Gymnasium? Wie nennt ihr das? Ja, auch Gymnasium. Als unter dem Gymnasium? Achso, Realschule, mittlere Reife. Sowas, weil wir haben ja halt andere, wir haben halt Oberschule, Sekundarschule, Bezirksschule, Gymnasium. Ja, ich war ein sehr schlechter Schüler, ich war auch ein bisschen rebellisch, also man sieht es mir gar nicht an, aber ich wollte weder zur Schule noch wollte ich lernen, weil ich halt schon da sehr künstlich war und ich konnte mit Schule wenig anfangen. Die hatten, also meine Eltern hatten es nicht leicht mit mir, ja. Und jetzt bin ich sehr artig, jetzt bin ich sehr nett. Echt? Ja, dort jetzt bin ich total, ja. Na dann. Was wird für den Beruf Comedian gebraucht? Leidenschaft. Das ist, du spürst das in dir, ob du das hast oder nicht. Du musst diesen Drang auf die Bühne haben. Und wenn du das merkst, einfach, das, ich glaube, da kann man nicht sagen, man kann das ja nicht. Klar lernt man das, wenn durch Auftreten. Aber du hast es in dir, dieses, ich will lustig sein, ich will hoch oder nicht. Also ich glaube, mein Bruder, der würde nie auf eine Bühne wollen. Das ist halt so der Unterschied dann. Ja. Okay. Hast du Familie? Also ich habe Eltern, ja. Das habe ich tatsächlich. Ich habe aber keine eigenen Kinder. Ich habe nichts so. Ich habe natürlich einen Bruder und Mama und Papa, aber das war's. Willst du später mal Kinder haben, zum Beispiel? Zum Beispiel? Zum Beispiel. Welches wäre das andere Beispiel? ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Mein Bruder hat Familie. Ich habe keinen Drang, wirklich Kinder. Vielleicht kommt es noch, wenn die richtige ist, aber ich nicht. Okay. Wie alt warst du denn, als du auf die Schauspielschule gingst? Ich war, glaube ich, 20, 21, sowas, 22, ich war sehr Anfang 20, war ich, ja. War das in der Schweiz? Nee, das war in Hamburg. Ah, okay. Deswegen auch mein Deutsch, ja. Ja, wie kriegst du denn Freizeit und Beruf unter einem Hut? Ja, ich nehme die mir, ich plane ja alles selber. Also ich habe da zwar ein Management, aber ich sage, wo ich Termine haben will. Und wir gucken einfach, dass ich auch ein paar Freizeit habe. Freie Tage, ja, so, also wie im normalen Beruf auch, wo ihr Wochenende habt, wo ich ja meistens nicht habe, habe ich dafür halt sonst mal ein paar Tage frei. Also bist du so dein eigener Chef, oder? Ja, ich habe ein Management, aber das arbeitet ja für mich und ich bin mein eigener Chef. Also keiner sagt mir, was ich tun soll auf der Bühne, noch wo ich auftreten soll. Ich bin schon mein eigener Chef, ja. Cool. Ja, dann die letzte Frage, was brachte dich denn dazu, unseren Interview zuzusagen? Ich musste, nein Quatsch, ihr habt nett angefragt, dann ist es für so eine Schulklasse, finde ich eh cool, also wenn ihr was machen wollt. Das war eigentlich der einzige Grund, ich bin dann so, dass ich sage, klar, ihr arbeitet da dran, ich kann mit euch ein bisschen quatschen, ist doch sehr entspannt für alle, ja. Ich wusste nicht, dass ihr ihn mitbringt, ich fand das einfach sehr sympathisch, also habe ich es gemacht. Bin ich jetzt nicht sympathisch? Du bist unglaublich sympathisch. Kriegst du öfter Anfragen von Schulen? Ich habe, glaube ich, schon ein, zwei gekriegt, ja. Aber das geht jetzt in dieser langen Zeit, wo ich das mache. Ein, zwei Mal, glaube ich, so, ja. Gut. Dann bedanken wir uns recht herzlich, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja. Habt ihr sehr schön gemacht, Mädels. Und Jungs. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was für eine Schule ihr eigentlich seid. Tut mir leid, ich hab nur Schule auf dem Schirm gehabt. Was für eine Schule seid ihr? Also wir sind keine Schule, wir sind ein Bildungswerk, oder? Genau. Aktivierungsmaßnahme. Okay, cool. Ja, das ist immer ein gutes Projekt. Also es ist U25. Ja, okay. U25. Ja. Aber ihr seid doch alle noch weit weg von 25, oder? Ich nicht.
Ganz ruhig. Ja, glaub, echt nicht. Ja? Okay, ja. Also 4 Jahre. Habt ihr noch alles vor euch? Na gut. Das ist eigentlich die einzige Frage. Sonst bin ich restlos glücklich.